Willkommen auf dem Kanal Filme kurz gefasst. Heute werde ich euch von einem wahren Film mit dem Namen Girl in the Box erzählen. Abonnieren Sie mehr Inhalte wie diesen. Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um unsere neuen Filme nicht zu verpassen, und drücken Sie ein Like, um dem Kanal zu helfen. Schöne Grüße und danke fürs Zuschauen. Der Film beginnt mit der realen Geschichte von Cameron und Janice, einem Paar, das Sadomasochismus praktizierte. Sie hielten mit ihrem Auto mitten im Nirgendwo an und Cameron öffnete den Kofferraum und bat Janice, ihm zu helfen. Sie war verärgert und half ihm dann, die Leiche der Frau herauszuziehen, die er in den Wald schleifte. Sie stand Wache, während Cameron die Leiche begrub. Als sie fertig waren, dämmerte es bereits und sie stiegen wieder ins Auto. Eine traurige Janice sagte, sie erwarte nicht, dass jemand stirbt, und Cameron entschuldigte sich, dass er es tun musste, weil sie zu viel schrie. Und sie waren in Gefahr, entdeckt zu werden. Es war der 19. Mai 1997, und ein Mädchen namens Colleen stand auf der Straße und wartete darauf, mitgenommen zu werden. Ein paar Augenblicke später kamen Cameron und Janice vorbei und bemerkten das Mädchen per Anhalter. Sie boten ihr eine Mitfahrgelegenheit an und Colleen nahm gerne an. Sie trafen sich alle und Colleen erzählte ihnen, dass sie per Anhalter von Oregon nach Kalifornien gefahren sei, um am Geburtstag ihrer Freundin teilzunehmen. Eine Stunde später kamen sie an der Tankstelle an und Colleen ging ins Badezimmer, um sich frisch zu machen. Währenddessen holte Cameron die Kiste aus dem Kofferraum und stellte sie auf den Rücksitz. Sie setzten ihren Weg fort und Cameron sagte Colin, dass sie unterwegs vorbeikommen würden, um einige Eishöhlen zu besuchen. Sie zögerte zunächst, stimmte aber schließlich zu, dorthin zu gehen. Sie hielten im Wald an und dann kam Cameron hinter sie und setzte ihr Put your hands above your head. Ein Messer an die Kehle. Er drohte ihr, sie zu töten, wenn sie nicht kooperiere. Sie hatte solche Angst und er verband ihr die Augen, knebelte sie und legte ihr Handschellen an. Danach steckte er ihren Kopf in die Kiste, die auf dem Rücksitz stand. Am Abend erreichten sie ihr Haus und Cameron brachte Colin in den Keller. Er sagte Janice, sie solle aussteigen, und dann zog Colin sich aus und fing an, sie zu foltern. Als er fertig war, steckte er ihren Kopf zurück in die Kiste. Am nächsten Morgen verlässt Cameron das Haus, um ein Töpfchen und Essen für Colleen zu kaufen. Er kam erst abends zurück und geht in den Keller, um sie zu füttern, bevor er anfängt, sie auszupeitschen. Janice war oben und konnte alles hören, was ihr ein schlechtes Gewissen macht. Ein paar Minuten später fragte Janice Cameron, was er mit ihr vorhabe, wenn du sie gehen lässt. Sie würde auf jeden Fall zur Polizei gehen, um sie anzuzeigen, und Cameron sagte, er würde sie im Keller behalten. Am nächsten Tag baute er einen Sarg, in den er Colin legte. Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie das Haus verließ. Ihr Vater bot ihr an, das Busticket zu bezahlen, aber sie lehnte ab, weil sie per Anhalter fahren wollte. Während sie auf der Toilette an der Pumpe war, hatte sie Zweifel an dem Paar und wollte vor ihnen weglaufen, aber am Ende entschied sie sich erneut, mit ihnen weiterzureisen. Eine Stunde später erhielt Colleens Vater Jack einen Anruf über ihr Verschwinden und er und seine Frau gingen sofort zur Polizei, um dies zu melden. 6 Monate später geht Janice mit Cameron zur Arbeit. Sie sagte ihm, sie sei schwanger und sie sollten Colin gehen lassen. Cameron wollte Colleen auf keinen Fall freilassen. Einen Monat später kehren Cameron und Janice nach ihrer Operation nach Hause zurück. Er erfuhr in der Zeitschrift von dem Untertagehaftvertrag und forderte Janice auf, einen gefälschten Vertrag zu schreiben, woraufhin er in den Keller geht. Er sprach mit Colleen und sagte, dass sie eine Sklavin sei und dass er für eine Firma arbeite, die den Sklavenhandel betreibe. Er erfindet auch eine Geschichte über Janice und sagt, dass auch sie einmal eine Sklavin war, die schlecht behandelt wurde, bevor er sie kaufte.
Verängstigt unterschreibt Colleen einen gefälschten Vertrag und er informiert sie, dass sie jetzt ihre Gefangene ist. Er drohte, dass das Unternehmen ihrer Familie ins Visier nehmen würde, wenn sie versuchte zu fliehen. Am nächsten Tag war Cameron wieder bei Colleen und informierte sie über ihre neuen Aufgaben. Ihr neuer Name ist K, wie der Anfangsbuchstabe seines Namens, und dann legt er ihr eine Halskette um den Hals. Ein Jahr später, Cameron und Janice haben eine Tochter, Amber, und Cameron lässt sie für eine Weile aus dem Sarg, damit sie das Baby sehen kann. Am nächsten Tag erzählte Cameron Colleen von einer weiblichen Gefangenen, die es geschafft hatte, ihrem Besitzer zu entkommen und zur Polizei ging, um Hilfe zu holen. Nahmen sie sie erneut fest und schnitten ihr dann die Gliedmaßen und die Zunge ab. Es war psychologische Folter und Colleen findet sich jetzt mit ihrem neuen Status als Sklavin ab. Ein paar Tage später nimmt Cameron sie mit in den Wald, um Holz zu hacken, und Janice wird langsam eifersüchtig auf sie. Während sie Holz hackten, wurde Cameron verletzt und Colleen dachte daran, wegzulaufen. Sie war jedoch so verängstigt, dass sie beschloss, "This is gonna hurt." ihm zu helfen, anstatt wegzulaufen. An diesem Abend sagte Janice ihm, dass sie dachte, dass er Colleen jetzt mehr mochte, und er schlug vor, dass sie es zusammen teilen würden, was Janice akzeptierte. Noch, als sie sie zum ersten Mal küssen sah, befahl sie ihm, sie zurück in die Kiste zu legen und sie nie wieder anzufassen. 4 Jahre später hat sich Colleen drastisch verändert und wir können sehen, dass die kleine Amber gewachsen ist. Am nächsten Tag machen Cameron und Janice einen Ausflug zum See und lassen Colleen allein in der Kiste zurück. Während sie eingesperrt war, begann sie darüber nachzudenken, warum ihr das alles passierte, und dann hatte sie plötzlich eine Vision. Sie sah einen Priester, der ihr sagte, dass der Schmerz und das Leid, das sie ertragen musste, eigentlich Gottes Prüfung für sie sei. Danach träumte sie, dass sie ertrinken würde, und dann trat sie gegen die Tür der Kiste, die sich öffnete. Ein paar Tage später kehrten Cameron und Janice zurück. Er geht ins Schlafzimmer und findet die Kastentür aufgebrochen. Aus Angst, dass sie weggelaufen ist, macht er sich auf die Suche nach ihr und findet sie dann in der Dusche. Sie erzählt ihm, dass sie in einem Buch über Sklaven und Besitzer etwas über die Pflichten von Gefangenen gelesen habe. Cameron sprach mit Janice und sagte, sie müssten Colleen aus der Box lassen. Sie fragte, ob er beabsichtige, mit ihr zu schlafen, und zusätzlich zu seiner Bejahung zitierte er ihr eine Passage aus einem Buch, in der es heißt, Besitzer dürften mit ihren Sklavinnen schlafen. Sie fühlt sich schuldig und verspricht Colleen freundlich zu sein. Cameron geht zur Arbeit und Janice lässt Colleen aus der Kiste. Sie lesen zusammen die Bibel und kommen sich langsam näher, und Colleen freundet sich auch mit Amber an. 6 Jahre nach der Entführung wurde Colleen Camerons Dienstmädchen und führte alle ihre Pflichten und Aufgaben aus. Eines Tages gehen sie zusammen in die Kirche und Janice fühlt sich wieder schuldig für das, was sie getan hat. Sie kehrten nach Hause zurück und spielten dann mit Amber. Und Cameron kam von der Arbeit nach Hause und war wütend über den Anblick. Er nahm Janice mit ins Schlafzimmer, um sie auszupeitschen, und eine Stunde später kam Colleen, um sie zu trösten. In der nächsten Szene sagt Cameron Colleen, dass sie ihre Familie besuchen kann, weil er die Firma überzeugt hat, sie besuchen zu lassen. Sie war überglücklich und bedankt sich für die Gelegenheit. Eine Stunde später gehen sie zu ihrer Familie und er warnt sie, I won't screw up. Nichts Verdächtiges zu sagen, sonst wird die Firma ihre Familie töten. Als sie sich endlich trafen, war ihre Familie überglücklich, sie zu sehen. Cameron stellte sich ihnen als Mike vor und beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Eine Stunde später setzen sie sich zum Abendessen und Bonnie bemerkt, dass es Colin nicht gut geht. Sie fragte, wo sie die ganze Zeit gewesen sei, aber sie antwortete nicht. Ein paar Tage später kehrte Cameron für sie zurück. Ihre Familie fragt ihn nach ihrer Bekanntschaft und er erfindet eine Geschichte darüber, wie er Colleen vor ein paar Monaten kennengelernt hat und dass sie heiraten wollen. You never said you were getting married. Danach kehrten sie zu Camerons Haus zurück, wo Cameron ihr sagte,
dass er wirklich beabsichtigte, sie zu heiraten. Janice hörte das und war dadurch verletzt und beschloss, zu ihren Eltern zu gehen. Am nächsten Morgen packte sie ihre Sachen und ging und ein wütender Cameron bestrafte Colin. No master? Danach stellte er es im Schuppen vor dem Haus ab und stieg dann ins Auto. Janice fühlte sich schuldig, sie allein im Haus gelassen zu haben, und kam dann zurück und befreite Colin. Janice fordert sie auf, zu ihrem Haus zurückzukehren, aber Colin wollte Cameron nicht verraten. In diesem Moment erzählt Janice ihr, wie er vor ein paar Jahren ein Mädchen getötet hat, das er dann im Wald begraben hat. Sie sagte ihr auch, dass es weder eine Firma noch einen Vertrag gebe und dass es ihr freistehe, zu gehen. Colin nahm den Bus zurück nach Oregon. Sie verbrachte 7 Jahre in Gefangenschaft und die Behörden erwischten schließlich Cameron, der zu 104 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Janice wurde Straffreiheit gewährt, weil sie gegen ihn ausgesagt hatte, und der Film endet dort.